Wissenshäppchen. Warum haben Hühnereier unterschiedlich dicke Schalen? Die Schale eines Hühnereis besteht überwiegend aus Kalk. Um eine stabile Schale bilden zu können, müssen Legehennen viel Kalzium über die Nahrung aufnehmen. Je älter eine Henne wird, desto schlechter ist sie allerdings in der Lage, das Kalzium für die Schalenbildung zu verwerten. Zudem legen Hennen mit zunehmendem Alter immer größere Eier. Kleine Eier mit dicker Schale stammen also eher von Junghennen, während große Eier mit dünner Schale eher von älteren Hennen gelegt wurden. Weitere interessante Informationen finden Sie auf landwirtschaft.de.